Hui, hui, hui. Stirb, Peri, stirb. Weil es Spaß macht. Das war kein Spaß. Ganz normaler Montag. Oh, da war ein anderes Bild. Oh. Ja! Ja! Yay! We did it! Also, you did it! Wir stehen im Dunkeln, in einem Bereich, wo wir nicht im Dunkeln stehen sollen. Bei mir ist nicht dunkel. Ja, jetzt ist Licht. Geil. Ist cool, dass wir jeder irgendwie was anderes sehen. Nimm mal, ich habe hier irgendeinen Effekt drin, den habe ich das letzte Mal nicht gehabt. Hä? Ein VHS-Effekt habe ich hier drin. Ich habe den Kamerafilter drin. Gar kein Filter. Was ist das? Ja, warum kann ich das nicht wegmachen? Doch, du kannst es wegmachen. Und zwar bei drückst du Escape und dann gehst du auf Spiel. Und dann steht da VHS-Effekt. Kamera, VHS oder Disabled. Ah, auch Spiel, okay. Ja. Ah, perfekt. Bei Kamera. So. Mussten wir nicht hier durchs große Tor? Ja, und wir müssen dann erstmal Ausdauer sammeln, ne? Weil wir sonst Probleme kriegen. Ja, ja. Ach ja, da. Ach, ja, ich erinnere mich. Ja, ja, wir müssen, sobald Licht ist. Okay, ich warte das nächste ab. Hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab's Nein! Das klingt nicht gut. Ich war schon im hellen Bereich. Was soll das? Okay, ich sehe euch. Oh nein, meine Ausdauer. Okay, das wird jetzt ein lustiges Level. Ich bin drin. Aber ich habe eine Theorie, wie wir das überbrücken. Ha. Wie wir was überbrücken? Wie wir die Grimassen vielleicht überstehen. Ist hier nichts drin? Nein. Nee. Aber kleine Frage, könntet ihr euch nochmal zurücksterben? Oh. Aber siehst du, du hast noch im hellen Bereich gestanden. Ja. Muss er jetzt mich auch sterben lassen? Ja. Oh. Stirb, Peri, stirb. Wie pervers man da zerlegt wird. Nein, Peri! Ich krieg Halbträume, ich sag's euch. Und mich grinsen die Dinger, die mich anspringen heute Nacht. Ah. Erteile uns deine Idee mit. Sobald wir da sind, ist da ein Karton. Vielleicht kann man drunter schlüpfen und die ignorieren einen. Irgendwie so Metal Gear Solid-mäßig. Ich weiß ja nicht. Ich nehme die nächste. Hui, 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 hui. Sind alle da? Nee, ich komme noch, aber geht ihr ruhig schon mal. Ich nehme die nächste. Ach nee, das geht nicht. Nein. Aber der Karton kommt aus Polen. Ja, das habe ich auch gesehen. Flauschi! Ja, ich bin da. Hui. Geh nicht so nah, die kamen eben bei mir auch. Die sind zu nah. Du bist zu nah. Ich muss mal ganz kurz meine Tastenbelegung umstellen. Mir geht das auf den Keks, dass man auf F drücken muss. Interagieren. E. Wo bist du hin? Ich bin einen weiter. So. Die können sich einen da ab. Ja, die haben Spaß. So, besser. Wo muss man denn als nächstes hin? Nach rechts? Rechts, ja. wie wär's überhaupt mal mit... lass mich nicht alleine. Ja, diese Ausdauer. Wie soll denn das funktionieren? Ich bin tot. Na komm, mach mal noch mal. Nee, alles gut. Macht immer weiter. Boah, es war noch hell. Was hab ich gesagt? Ihr habt mich jetzt nicht alle alleine gelassen. Nein. Ey, wie sollen wir das Level schaffen? Wieso kann ich denn jetzt an der Leiche zugucken und nicht der Peri? Ich war noch nicht so weit. Ja, aber ich kann nicht Peri zugucken. Ich hänge auf dem Bild von dir. Ja, ich weiß es halt nicht. Wie wechselt man denn?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich konnte das mal. Drücke alles durch. Liebe Flauschhase. Ja. Möchtest du anmoderieren? Nö, ich moderiere nicht an. Meine Zuschauer wollen das nicht. Nicht? Nein, ich begrüße mal mit Hallo YouTube und das war's dann. Machst du mal. Peri? Nein. Peri konzentriert sich. Lauf! So. Jetzt kannst du ja. Nein. Warum? Oh, ein dunkler Gang. Schlechte Idee. Na gut, keiner möchte. Dann moin moin Tag, Servus und Grüße ihr Lieben und herzlich willkommen zurück in der Finsternis. Oh, der grinsenden Finsternis. Heute wieder mit dabei, Flauschhase. Oh. Guten Tag. Was war denn jetzt los? Oh toll, das war der Ausgang. Danke, Peter. Cool, danke. Entschuldigung, ich wollte nicht deine Abmoderation. Ich war jetzt gerade irritiert, so, boah, schon, lol, gut gemacht. Also nochmal, hallo Flauschhase. Guten Tag. Wer ist wer eigentlich? Jetzt habe ich den Überblick verloren. Ah, Flauschhase, okay. So. Willkommen auch und hallo, Perilla. Hi. Und meine Wenigkeit, der Nobody, ist auch mit am Start. Wir hatten schon Spaß, wie ihr gesehen habt, mit den Grinse-Dingsies. Haben die aus Alice im Wunderland geklaut. Und jetzt, ja. Jetzt haben wir die Wahl. Wollen wir zur Station oder zum Spaß? Spaß für wen? Ja, ich glaube irgendwie nicht für uns. Ich bin für Spaß. Ah, komm. Okay. Spaß hat ein Ausrufezeichen. Warum gibt es hier Einbuchtungen? Das frage ich mich auch. Weil es Spaß macht. Ja, die sind groß genug, dass man sich genau da einmal reinstellen könnte. Warum sagst du sowas? Weil es Spaß macht. Ja, total. Spart euch das Rennen so gut es geht auf, dass ihr nicht aus der Puste seid, falls es drauf ankommt. Wer sprintet? Ich nicht. Ich zappel ab und zu so. Einmal kurz draufdrücken. Der Pinsel zuckt. Ich glaube, der Spaß ist, dass wir hier in einem Rubberband-Korridor sind, oder? Ich glaube, dass ich diese Szene mal in einem Let's Play gesehen habe und die echt genervt waren von der Länge dieses Ganges. Und hätte ich mir da mal gemerkt, in welche Richtung sie gegangen sind, weil irgendeine davon war nämlich umsonst. Wer ist da stehen geblieben? Ich wollte gucken, ob ihr wirklich weitergeht oder ob das immer nur so sich anfühlt, als würde man weitergehen. Jetzt muss ich vorgehen. Oh Gott, lauf zurück! Was das denn? Das war kein Spaß. Ist da das Grinsegesicht? Ja. Wieso habe ich jetzt dauerhaft Rennen? Ja, habe ich auch. Weil wir es brauchen. Aber da kommt doch gar keiner mehr, oder? Ich weiß es nicht. Gut, ich sehe keinen, aber das heißt ja bei dem Spiel nix. Lass mich raten, jetzt auf einmal kommen die auch von der anderen Seite. Dann hatten wir zumindest Spaß. Ich bin noch da. Die Dunkelheit hinter dir auch. Die kommt dir immer näher übrigens. Das habe ich nicht gesehen. Ich sehe so Sachen nie. Du spürst sie nur. Sie kraulen dir den Rücken. Ja. Die Dunkelheit sagt, wie flauschig. Mein Rücken ist nicht flauschig. Oh, herrlich. Sie krabbelt so an deinem Nacken herum. So ja, lange ist ja gut. Das halt mit Fingern. Hängt schon an, mich zu krillen. Dunkel. Dunkelheit. Okay, seid ihr noch da? Ich weiß es nicht, wo ich hinrenne gerade. Ich sehe euch nicht mehr. Ja, ich sehe noch jemanden. Taschenlampen werden vor. Seid ihr wieder im Licht? Ja, aber ich laufe geradeaus und ich sehe keinen. Da war gerade eine andere Art von Mauer, glaube ich. Und habe ich mir das eingebildet. Nee, hier geht's durch. Scheiße, bin ich dran vorbeigelaufen. Ah, oh, da ist was.
Bin ich jetzt richtig? Ja, ich bin richtig. Hier. Wo seid ihr? Ich mag die Geräusche. Oh. Also ja, ich bin nur Spaß. Ich kann mal weiter, aber hier ist dunkel. Hier geht's nicht weiter, ja? Hier ist ja nichts. Ich bin durch ein Tor. Bin tot. Was? Du Was bist ist tot? Das denn? Was war das? Ich bin tot. Wer ist tot? Piri ist tot. Wieso? Du warst doch gerade neben mir. Ja, ich bin dann einmal, hab meine Nase rausgestreckt und dann hieß es, ich mag die Dunkelheit nicht, ich soll rennen und da außen im Tunnel ist die Dunkelheit, die Tür. Bist du das? Das bin ich. Okay. Also ich hatte noch was ganz Komisches. Ich, in den ersten dunklen Tunnel kam ich wieder durch den Eingang zurück raus. Dann bin ich nochmal rein und dann war ich schneller hier. Aber wer stand denn gerade in dieser Zelle neben mir? Ich. Ach so. Aber wo geht's denn hier weiter? Weil da ist dunkel und hier geht's nicht weiter. Und hä, jetzt doch? Jetzt hast du den richtigen Weg gefunden. Hä, da war ich doch eben auch schon drin. Lol. Sehr komisch. Oh! Sind wir von hier gekommen? Was? Nee, hier müssen wir lang, oder? Ja. Gut. Verpeilt zockt. That's me. Mit Typ? Ah. Unsere Mega-Ausdauer ist weg. Hm. Oh, und was ist das? E-Substation, West-Substation. Was war das? Eine Tür, die jetzt doch aufgegangen ist. Ja. Ich geh mal rein. Im Dach. Oh. Ein Lagerraum. Das sieht ein bisschen aus wie der Keller in der Schule. Mandelwasser. Nehmen wir mal mit. Eine Taschenlampe wäre echt Gold wert. Ich habe übrigens bei der anderen Folge im Schnitt gesehen, ich stelle immer so dumme Fragen, ne? Im Schnitt weiß man das ja dann besser. Von wegen, wozu brauche ich denn Mandelwasser? Wo sehe ich denn meine Gesundheit? Wenn man I drückt, dann sieht man sein Gehirn in einer Flüssigkeit. Ich weiß nur nicht, ab wann das weniger wird und was das bedeutet, aber... Wo seid ihr hin? Warte. Hier. Ich habe einen Sicherungskasten gefunden zum Aktivieren. Kannst du... Soll ich daran mal rumspielen? Ja. Spiele dran rum. Ich habe einen Energieriegel gefunden. Geil. Ich nehme den mal, ja? Hab ich das gemacht? Hier ist auch ein, den müssen wir, warte mal, hä? Hier ist ein Hebel. Können wir den tätigen? Ich muss mal die Taschenlampe... Nein, können wir leider nicht tätigen. Nee, hier drin. Nee, aber hier, wo ich stehe, ist ein Hebel. Ja. Da scheint auch irgendwas rein, du musst erst alle... irgendwas Breakers oft machen. Ich habe noch eine Tür gefunden. Die Sicherungen, okay. Ist mein Gamma-Wert wieder runtergegangen? Ich sehe überhaupt nichts. Wo ist denn das Gamma? Ausgeschaltet. Das heißt, es müssen noch mehr Sicherungskästen geben. Also du hast die alle ausgeschaltet? Ja. Ups, sorry. Ich sehe sie wieder angeschaltet. Hebel, aber die kann man alle nicht drücken. Habe ich die tatsächlich angeschaltet, weil ich kann hier gerade nichts mehr machen. Ich bin hier alleine. Allein. Was ist denn hier eigentlich? Ich habe einen Sicherungskasten gefunden. Ich sehe es kommen, dass sie gleich einen Hebel drückt und hier diese Gittertür aufgeht und ich dann verloren bin. Hier ist ein Terminal. Wo seid ihr denn? In dem Raum, wo sie war, bin ich rechts rum. Ich suche euch mal. Ja, ich stehe im Gang, ich habe die Taschenlampe an. Hier war ich doch schon. Hm? Ah. Guten Tag. Also ich bin hier lang. Okay. Wieder mit gezogener Taschenlampe. Über den Sicherungskästen ist so eine kleine rote Lampe. Hier, kannst du den aufmachen? Ich habe die Taschenlampe in der Hand. Boah, ich sehe nur hell. Nee, ich kann den nicht aufmachen. Kannst du ans Terminal? Was für ein Terminal? Ja. Im Dach. Nö. Allein.
Hier ist noch eine Taschenlampe. Da Flauschi bei dir ist, kann Flauschi sie nehmen. Okay. Schon gut. Toll, jetzt hier macht es bestimmt wegen falsch, euch. Ne? Hier ist auch noch eine Taschenlampe, nur zur Info. Pierre? Ich bin keine Ahnung wo. Müsstest du für mich einmal mitnehmen, wenn du so freundlich wärst. Okidoki. Wenn das geht. Ja, na klar geht das. So. Hier den Sicherungskasten, habt ihr schon was gemacht? Kann hier irgendwie nichts machen. Kann hier nicht üben. Ja, kann man? Die schwarzen Knöpfchen kann ich drücken. Oh, es hat Bzzzt gemacht. Ich kann hier gar nichts drücken. Was passiert? Es muss grün leuchten oben drüber, glaube ich. Es leuchtet grün. Aber ich habe hier so die Vermutung, dass wir uns aufteilen müssen dann und auf. Ich habe die Taschenlampe gedroppt. Geil. Mit welchem Knopf? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Vermutung, sobald der Strom richtig läuft, müssen wir uns aufteilen zu den Terminals. Terminals? Mehrzahl? Genau. Hier wart ihr schon dran? Ja, wart ihr schon dran. Ich kann an dem einen hier nichts mehr ändern, obwohl der auf Rot steht. Ich habe bei meinem alle schwarzen Knöpfchen gedrückt. Lässt er bei mir hier nicht mehr zu. Versuchst du mal. Jetzt. Einen gibt's, glaube ich, noch. Wo war der denn? Dann hier drüben, am Anfang irgendwo, oder? Ja. Hier links war der erste. Vielleicht müssen wir hier nochmal. Genau. Waren wir hier schon? Es war nicht hier, ne. Irgendwo hier aber. Ist die Tür hier ist aufgegangen? Ja. Wo ist war die hier? Nicht schon auf? Nee, die war nee, zu. Die ich muss mein Gamma wieder runterstellen. Jetzt sehe ich nicht mehr so schön. So. Tür ist zu. Nee, Spaß. Ich wollte gerade sagen, was für Tür. Das sieht irgendwie aus wie so eine Arena, oder? Mandelwasser. Hier sind Medizingeräte. Oh, hier hängt eine Taschenlampe. Oh, ihr braucht die Taschenlampe. Wenn ein Vieh kommt, dann blendet es. Wo ist der Zettel? Hier, bei der Gittertür in dem ersten Areal. Hier steht Blind it and run. Blende es und renne. Ah, wie schön. Ja, ich trinke dann jetzt mal einen Schluck Kaffee, bevor es nicht mehr geht. Ich trinke mal einen Schluck Mandelwasser. Oh, meine Gesundheit blinkt. Ich nehme mal so einen Energieriegel hier, mal gucken, was dann so passiert. Die Gesundheit geht aber krass runter. Oh, jetzt bin ich so ein Drittel Zucker wieder voll. Wie hast du es, wenn Lampen anfangen zu blinken? Uiuiui. Hör ich was? Was sieht mich erschreckt? Hört ihr es auch? So, ich habe hier was eingeschaltet. Irgendwas ist hier und das macht mir echt Sorge. Peri, hast du eine Taschenlampe? Ja. Gut. Boah, wenn jemand vor einem läuft und man die Taschenlampe anhat, ist das krass. Lauf! Mach die Tür zu und lauf! Lauf! Hat es dich? Nee, nein! Komm rein und mach die Tür zu. Aber meine Gesundheit ist dermaßen am Eimer, dass ich gerade überall Grinsegesichter gesehen habe. Oh. Schön. Warte mal. Bist du das vor mir? Hier, ich droppe mein Mandelwasser. Wo ist auch immer jetzt hier. Danke. War das wieder mit welcher Taste? Du ziehst es einfach raus und lässt es fallen. Ach so. Ich weiß nicht, wie ich es eben direkt gedroppt habe.
Okay, dieses Level hat viel Spaß. Mir ist aber süß. Es vielleicht blenden und dann ihm vorbeirennen? Nee, es ist dann irgendwann einfach umgedreht und weggelaufen. Aber müssen wir nicht in seine Richtung, um weiter zu gehen? Ich denke nämlich auch. Ich gehe lang. Ich wollte das auch gerade übersehen. Okay. Ich sehe auch Gesichter. Geh doch mal weg jetzt hier. Was ist passiert? Ich muss wohl einen Mangel an irgendwas haben. Stimmt, geistige Gesundheit. Brauchen wir Mandelwasser. Ich habe leider keins mehr. Hier ist ein Durchbruch. Gehe ich dann irgendwann drauf oder drehe ich nur einfach durch? Ich denke, glaube, du musst durchdrehen und drauf gehen. Es sind noch über so viele verschlossene Türen. Ich bin jetzt gerade in einer rein und habe aber zugemacht, weil es nochmal hier Besuch kommt. Aber hier ist nicht wirklich was zum Looten. Ich glaube, das sind so kleine Safe-Spaces. Da übersehe ich hier was. Das weiß ich nicht. Das Spiel so nett zu uns ist. Hallo. Ah, hier ist noch eine Tür. Da war nichts drin. Ich höre was. Oh, nee, ich sehe meine Gesichter. Alles gut, ich drehe nur durch. Ganz normaler Montag. Flauschi, wer ist dein Sicherungskasten? Oh, Flauschi ist an ihrer, ihrer Verwirrtheit draufgegangen. Ich hab's angeblendet und es hat mich angesprungen. Ich bin tot. Ja, nobody, du bist auf dich allein gestellt. Yippie! Geil. Das Vieh sieht aber ulkig aus. Gut, was sagt meine Gesundheit? Ah, meine Gesundheit sagt, ich sehe auch gleich Gesichter. Sie ist positiv, du bist dann nicht mehr alleine. Ja. Verpiss dich, du musst ihn anleuchten. Wo ist denn deine Taschenlampe hin? Ich nehme hier nicht eine. Trinkst du ein Mandelwasser? Ich will erstmal entkommen. Hast du ein Schwein, dass das dir nichts tut? Du leuchtest das nicht an, du bist halb bekloppt. Doch, ich hab's eigentlich angeleuchtet. Achso, ich sehe bei dir keine Taschenlampe in der Hand. Okay. Trink dein Mandelwasser. Ja, ich mag's. Trink jetzt, trinken ist wichtig. Verpisst euch, ich hab getrunken. Jetzt hab ich's auch gesehen. Meine Güte, nee. So, Licht an. Boah. Also, wir müssen, glaube ich, so oder so hier durch. Tricky. Wo bleibe ich mit der Maus gerade hängen? Geil. 4D-Effekt. Du bleibst so an einer unserer Leichen hängen. Hau ab! Ich guck hinter dich, ob er dir folgt. Er kommt. Verpiss dich. Was ist das denn für einer? Verpissen, habe ich gesagt. Bin ich im Kreis gelaufen? Nee, sag bloß, ich bin im Kreis gelaufen. Ich weiß Anstein. Nicht. Ist das echt? In dem Raum, wo wir gerade waren, wo das Vieh auf uns zukam, ja? Da waren drei Sicherungskästen, die man machen muss. Verpissikowski. Ja, das wird lustig. Da ist noch einer links von dir, ja. Der Hund ist weiter weg. Aber jetzt kommt er. Er kommt. Verbissen, habe ich gesagt. Ich dachte, genau. Boah. Na, klick, 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 klick. Yay. So. Zwei, wo ist der dritte? Ah, kommt der Vieh schon wieder.
Spargeltarz an. Hau ab. Da, das ist hell. Wie ist das weggerannt? Ja, aber man muss aufpassen. Es täuscht erstmal das Rennen an. So, beim dritten Mal, glaube ich, haut er erst ab. So, ich, bei mir ist der Boden zwischendurch weg. Soll das so ein Skinwalker darstellen? Nee, es gibt es ist irgendwie so ein besonderer Hund. Ich hab nur vergessen, wie er heißt. Also, der Fifi kann bleiben, wo er ist. Wo ist denn jetzt der dritte Teil? Da hinten? Links? Oder? Ihr sagtet doch, es würden drei Sicherungskästen da sein, oder? Ich meine, ich hätte drei gesehen, aber die haben wenn dann auch immer ein rotes Leuchten über sich. Ja, das suche ich auch gerade. Aber hier nicht. Wenn ich schau mal, ob eine Tür aufgegangen ist irgendwo. So, dreh dich um. Abmarsch. Geil. Einmal, zweimal. Na. So, erstmal hier rein. Und dann Sanity checken. Oh, ja. You can do it. Boop, boop. So. Dann gehen wir mal hier gucken. Nope. Laufen wir mal hier lang. Nope. Weird. Ob man so weit wieder zurück muss? Ich weiß gerade nicht, ob da noch eine Tür war. Obwohl, da war auch noch irgendein Gang, den wir nicht gegangen sind, glaube ich, oder? Ich glaube ja. Hier irgendwas machen. Von da, okay, von da sind wir gekommen. Ja. Also bin ich gerade eben gekommen. Hab hier die Abkürzung genommen. So. Aber so weit müssen wir doch nicht zurück. Ich denke, damit mein Telefon klingelt irgendwie. Ich habe auf dem rechten Ohr so ganz kurz immer so eine minimale Melodie. Kann das sein? Also ich habe keine Melodien. Hier ist so ein Hintergrundgeräusch. Ja, das habe ich auch, aber so... Ich bin alt. Wahrscheinlich bin ich einfach nur taub. Ja, je älter man wird, desto weniger hört man ja. Gott sei Dank. Das hat bestimmt seinen Sinn. Ja. Jetzt bimmelt mein Handy. Gehen einem die nörgelnden Nachbarn nicht mehr so auf den Sack. Husch, husch, husch. Ihr seht Platz aus. Der bleib hat so, doch eine, klar. So eine typische Lehrerfrisur. Der erinnert mich ein bisschen an Mr. Burns. Ja. Nö, also hier der Raum scheint eine Sackgasse zu sein. Ich sehe hier nichts mehr. Muss ich hier irgendwas an den Schaltschränken machen? Nö, ne? Ich fühle mich gerade wie so ein React-YouTuber. Zu Backseat Gaming. Yes. Gut, dann back to the roots. Probieren wir es doch mal. Komm schon, nobody. Zeig ihnen, du bist jemand. Nein, ich bin noch nobody. Sag schon den Namen. No. Ich hab dachte, es kommt von no und buddy. Ihr habt euch den falschen Let's Play-Partner ausgesucht. Du meinst, es heißt, kein Körper zockt? Genau. Vielleicht ist es ein Alien. Ja. Da waren wir auch schon gewesen. Haben wir irgendwo was übersehen? Da ist gerade schon wieder diese Melodie. Kurz gewesen. Ich habe gerade auch ganz kurz dieses. Wie hieß das?
diese blöde Werbung. War das eine Bierwerbung? Oh Gott. Hier hinten ist jetzt auch. Ich kann das nicht. Sowas höre ich zwischendurch am Recht nur. Oh. Huschi, 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 huschi. Nicht, nicht hinter dir. Nicht nach hinten. Nein. So ein Scheiß, ich hab doch aufgeleuchtet. Ah. Aber die Pfützen stehen unter Strom. Ja, das toll, jetzt müssen wir das machen. Ja, jetzt wenigstens offen. Wir brauchen Taschenlampen. Ja. Aber die Tür ist wenigstens offen, ne? Ja, die ist offen. Also sollten wir vielleicht nochmal zurückgehen, weil relativ am Anfang waren doch Taschenlampen, oder? Ach so, hier geht's weiter. Ja, ich komm. Ich habe da keine Orientierung. Das Problem, ich weiß nicht mehr, wo... Hier ist noch eine. Dann nimm sie schnell. Ja, ich hab noch eine, hier. Eine liegt hier. Flausch, nimm. Okay, danke. Hattet ihr nicht am Anfang auch welche gefunden? Ich hab 3 Stück jetzt bei mir gehabt. Ja, hier, ich hab nochmal eine. Yeah. So. Na dann. Ich hab teilweise gedacht, es wäre noch ein anderes wie hinter mir. Nee, aber hinter dir ist die Pfütze. Mach mal deine Taschenlampe kurz aus, dann siehst du ja, das. Ja, ich sehe es. Ich sehe es auch so. Ah, oh, ist das fies. Ah, hallo, Freund. Achtung, er ist links. Er hat uns gesehen. Verpiss dich. In die Pfütze rein. Los, Alter. Oh, hier ist auch. Schnell, komm rein. Aber da sind Leichensäcke. Ja. Mit Tatzen. Oh, guck mal am Boden. Ich glaube, er war hier schon mal drin. Es sind mehrere. Bitte was? Und jetzt umdrehen, los. Huschi, husch, husch. Hier ist nichts. Da hinten ist noch eine Tür. Achtung, er kommt zu dir. Nein. Kommt rein. Achtung. Okay. Ihr habt mich mit ihm eingesperrt. Komm. Boah, da ist noch einer. Schütze. Also hier in dem nächsten Raum, auf der rechten Seite ist ein Pfeil, eine Tür, da sollen wir angeblich durch. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. So, wo sind wir hier? Ich will wieder raus, das ist ja furchtbar, ich kriege ja Platzangst. So, Ladies first. Okay. Ich habe das noch nicht verstanden, warum man Frauen immer die Tür aufhält und die vorgehen lässt. Ich will gar nicht vorgehen. Ich glaube, das hier ist eine Sackgasse. Wenn du da reinläufst, bist du durch das Vieh gefangen. Ich weiß jetzt nicht, wo er hin ist. Der war eben hier. Keine Ahnung, ich folge den Pfotenabdrücken. Weiß auch nicht, ob das Upsala, ob das so eine gute Idee ist. Hier, ich bin hier durch, wir sind im neuen Gang. Die Peri, die krabbelt da. Hallo. Pfoten abdrücken. Na. Hier ist eine Sicherung. Ach du Scheiße, wie funktioniert. Ich gehe mal raus und schließe die Tür. Weil wenn natürlich jetzt kommt, wird es nicht lustig. Ja. Piri, ich gebe dir Rückendeckung. Oh, was weh. So, ihr müsst die Farben zueinander drehen. Oh. Gehen wir hin. Gehen wir in die Tür, oder?
wieder zu ihm. Wo bist du? In die Tür. Ich bin in der Abstellkammer. Sonst nicht. Ja, ich auch. Bleib ruhig, bleib noch, bleib jetzt. Jetzt? Jetzt ist er wieder zurückgelaufen. Du hast jetzt gesagt. Habt ihr da irgendeinen Sicherungskasten drin gehabt? Nein, nein. Okay, ich habe einen aktiviert, keine Ahnung, was das gemacht hat. Müssen wir wieder zurück? Ich würde gerne an ihm vorbei. Geht... Geh in die Rumpelkammer, los. In die Rumpelkammer mit dir. Husch, husch. Geh doch nicht in eine Rumpelkammer. Kommt er wieder? Alter, geh weg da jetzt. Ich will gucken, was dahinter ist. Er steht direkt vor der Rumpelkammer. Toll. Jetzt ist er weg. Jetzt kannst du raus. Ja, wieder um die Ecke? Ja. Oh, ist das blöd. Oder wir müssen ihn da weglocken. Okay, er lebt da. Der steht genau hinter der Ecke. Ich glaube, wir müssen da nicht hin. Ich hoffe's. Das Geräusch, was er macht, ne? Wie heißt dieses Lied? Dieses Jump Around. Da ist doch auch diese Hip-Hop-Sounds. Okay. Das erinnert mich sehr daran, was er macht. Puh, was müssen wir machen? Wo seid ihr? Ich bin in eine Tür reingegangen. Ich darf nicht mehr laufen. Davon sind wir gekommen. Ja, aber vielleicht ist jetzt hier irgendwas... Hast du das gelöst mit diesen Farbendingen? Ja, ja. Ich habe den Strom aktiviert. Ich sehe eine Taschenlampe. Hallo, Piri. Hi. Oh, hier geht's echt irgendwo lang. Oh. Okay. Ihr könnt mal hier reinkommen. Ich meine, gut, da ist ein Pfeil drüber, ne? Ja, aber du weißt, hier hat das nicht viel zu sagen. Der Raum schreit noch viel. Ich dreh durch. Ich was? Auch. Warum? Viecher, Rinsegesichter. Ach so. Ach so. Muss man hier irgendwas drin machen? Gute Frage. Oh ja, ich werde auch bald durchdrehen. Ich sehe es auch. Taschenlampen. Was? Wo? Wo ist das Vieh? Wow! Das habe ich nicht gesehen! Wo denn? Strom. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh nein. Ich bin bei dir, Flauschhase. Ja, oh, bei dir, Perilla. Ich kann so switchen. Mit welchem Knopf? Immer mit so Flauschhase. Bei mir klingelt gerade das Telefon. Okay. Oh nein. Ja, da hat es mich zerlegt. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe auf dich geachtet. Ja, du warst ja vor mir. Und auf einmal... Bzzzt. Und als ich hier war, habe ich wieder so ein Figur. So. Da. Jetzt schon wieder. Ja. Oh. Ach, das ist das andere Vieh von eben, okay. Ich. Oh Gott, nein, bin ich jetzt online. Grinse? Ja. Leute, das Level hat es in sich. Aber wir sind alle gestorben. Ach, Beri ist auch. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Wir müssen mal gucken, ob wir hier wieder Taschenlampen finden, ob die wieder spawnen. Hier sind zwei Taschenlampen. So. Oh, Nase. Kann das vielleicht so sein, dass dieser Raum dafür angedacht ist, dass das Vieh angelockt wird und andere trotzdem auf die andere Seite durchgehen? Wie, was, wo meinst du? Weißt du, da eben das letzte Vieh, was wir hatten, wo du gesagt hast, das wohnt da um die Ecke. Ach so.
Oder wir gehen nochmal in den Flur und einer oder zwei locken das Vieh so weit es geht durch. Und der andere konnte nicht so weit reingucken, aber es sah mir irgendwie nicht danach aus, als würde es da noch viel weiter gehen. Dann was haben wir übersehen? Da ist ein Sicherungskasten hinter dieser Tür. Wo? Hier hinter, aber hier komme ich ja nicht durch. Bist du? Hier. Ja, dann müssen wir da gucken. Hier ist nichts. Hier kommen wir nicht durch. Da lang gehen. Da lang kommen wir. Hier bleiben. Oh Gott! Da, das Vieh ist da, ne? Ja, ich probiere mal mein Glück. Ne, also von der Seite komme ich da nicht dran. Hallo, Tür geht zu. Merci. Ne, von dieser Seite kann man es vergessen. Bringt nichts. Geht's hier noch weiter? Wenn ich da versuchen könnte. Ja, hier geht es tatsächlich weiter, aber... Ach, das ist dieser ominöse Gang. Da war ich schon. Da geht's ja... Oder warte mal. Zu ähnlich aus. Ne. Auch eine Tür. Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts. Boah. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses Level hier hasse? Noch nicht, aber ich würde dir dazu stimmen. So, waren wir schon durch diese Tür. Hallo Vieh. Hallo. Hallo Spencer. Boah, lang ist's her. Mhm. Oh ja, da war die Welt noch in Ordnung. Ja, schreibt uns jetzt mal in die Kommentare, wenn ihr auch Hallo Spencer findet. Mal eine andere Frage. Kennt ihr Werner und Zini? Den kenn ich. Werner und Zini. Weiß sagt euch das was? Ah, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Dienstag irgendwas. Da hast du den Moderator gehabt und dann den virtuellen außerirdischen Zini, der gelbe Punkt, der umherwuselt. Ja. Ja, aber die ist damals, so? Vielleicht war ich noch zu klein. Damals war ich so, wow. Na, und heutzutage ist das ja nichts Besonderes mehr. Aber damals war es das. Macht der da irgendwas? Was, wo ist der hier dran? Wo bist du? Geh weg, du dummes Vieh. Ich will wissen, ob man da dran kann. Bist du wieder durch, oder? Ich bin durch, ja. Ich habe keine Orientierung. So, wie soll ich dir sagen, wo ich bin? Bist du in die Richtung gegangen, wo wir zuletzt waren? Ich bin durch die aufgebrochene Wand und dann durch diverse Türen. Ach Mensch, Alter. Ja, komm mal noch ein Stück weiter mit dir. Okay, du willst mich da nicht dran lassen, dann gehe ich jetzt. Ich glaube, ich komme mal zurück, weil hier ist sonst nichts. Ja, ich stelle mich mal neben Rilla. Ich erleuchte sie. Richtung. Oh, nee, überhaupt nichts. Ich suche übrigens immer noch den Namen von einer Kinderserie, die ich sehr gruselig fand. Und es war Zeichentrick. Das war ein, Kleiner Junge, ich glaube, er hatte braune Haare und er hatte einen Koffer unterm Bett. Und auf dem Koffer war ein Aufkleber mit einer 5.
und wenn er das aufgemacht hat, kam ein Raumschiff raus. Archibald oder Adola der Weltenbummler oder wie das heißt. Ein Plastikraumschiff. Echt? Kunststoffraumschiff. Es gab, also ich weiß nicht, ob der da immer mit bei war oder ob das so eine Folge war. Da war so ein kleines altes Männchen, also wie so ein alter Mann mit so einer Windel, glaube ich. Und der war ganz viel, viel kleiner als der und ich fand das so gruselig. Ja? Ich muss dir noch einmal was schicken, weil der war eigentlich nicht so klein. Er war eigentlich dann als Zeichentrick so im Teenageralter. Nee, nicht er. Er hat entweder ist er da irgendjemand besuchen gegangen oder das Männchen war mit ihm unterwegs. Das weiß ich halt nicht. Aber das Männchen sah ja echt gruselig aus. Also bei Adola war das, glaube ich, ein Hund, wo er immer mit ihm unterwegs war. Nee, es war ein alter Mann, nur ein ganz klein. Boah. Genauso wie die Folge von den Mumins, wo die zu einer Insel sind und nur ganz knapp entkommen sind vor solchen Spaghetti-Viechern. Guten Tag. Guten Tag. Was ist denn hier? Hier war ich noch nicht. Das waren für mich waren das Aliens und da hatte ich Angst. Okay. Das sieht doch hier so aus, als könnte man hier irgendwas tun. Mhm. Ja, das mit dem Raumschiff, was du gesagt hast, und Koffer, das erinnert mich sehr stark an Archibald, wie man es in Deutsch nennt, oder Adola im Original. Aber mit einem kleinen Männchen immer dabei. Ja, vielleicht war der in einer Folge irgendwie da. Ja, vielleicht, kann sein. Wollen wir nochmal hier rüber gucken, den? Ja. Nur da müssen wir aufpassen, hier im ersten Raum ist nichts, aber im zweiten ist wieder so ein Wusel-Marcel. Oder ich glaube, ich nenne dich auch Rüdiger. So Rüdiger! Heißen, so heißen wahrscheinlich weniger, die man damit beleidigt. Obwohl der aussieht wie mein alter Mathelehrer. Dann müssten wir ihn Joachim nennen. Geht es auf der linken Seite weiter? Okay, warte. Da waren wir noch nicht. Oh, boah, da ist noch ein Marcel. War schon. Ich glaube, das ist Sackgasse. Verpieseln Sie sich. Mal kurz gucken. Da ist nichts, außer noch. Nee, hier ist Sackgasse. Aber da ist zu. Wollen wir das probieren mit einer lenkt ab, der andere rennt dran vorbei? Also hier links ist nichts, ich habe geguckt. Wir stehen einfach in der Nische. Da ist nichts. Da ist nichts. Okay. Nee, geh weg hier. So, okay, dann wieder raus. Achtung, wir müssen erstmal zum dritten Mal bewegen. Und dann verpieselt er sich. Oh, ich sehe Grinsekatzen, warum das denn? Verpiesel dich! Ah, hier! Cool. Hier ist ein Kasten! Geil! Was muss man da tun? Die Farben zueinander drehen. Oh, irgendwas ist hier los mit meinem Handy. Starke Gewitterstürme. Check! Klappt? Ja. Geil, Omatico. Was? Hier geht's, glaube ich, weiter. Wieso haben wir den denn vorhin nicht gesehen? Hier müssen wir doch auch gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht. Hier ist wieder so einer. Ein Zappel George. Nicht in die Pfützen laufen. Behält's nur kurz im Auge. Ich guck mal einmal, was hier so ist. Ihr könnt. Kusch! Kusch! Ah, hier waren wir gewesen. Ha, so, ihr seid ja immer noch beschäftigt mit den Hundis. Ja. Ja. Ich dachte, ich komme jetzt wieder und die Vollprofis haben ja alles schon gelöst. Endgame-Content. Wir haben einen Kasten im roten Licht gefunden. Ey! Wir müssten dich jetzt eigentlich abholen gehen. Naja, ich glaube, das könnt ihr euch sparen. Okay. Ich habe das Licht auch gefunden. Allerdings irgendwie in meiner Seele. Ah, okay. Ja, die Grinsegesichter haben mich mit ins Licht genommen. Achso. Gehen wir wieder hier beim Pfeil durch? Wir können es mal probieren.
Ansonsten müssen wir wieder den alten Okidok machen. Ich sag's euch, dass Versicherungen immer im ungünstigsten Moment anrufen. Das ist doch Gesetz. Genauso, ja. Dass der Techniker dann klingelt, im Zeitraum von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends, wenn du auf dem Klo sitzt. Oh, ich sehe Grinsegesichter, oh nein. No, hier, no. Auf dem Boden. Was denn? Bei mir. Auf dem Boden? Nom, 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 nom. Ich esse Knete. Ja, das sieht teilweise wie Seife aus sogar. Vorsicht, hier ist ein Zappel-die-Zappel-Strom-Ding. Oh, ich hätte gedacht, hier wäre offen jetzt. Irgendwas werden wir geöffnet haben. Willst du das Mandelwasser da nicht mal nehmen? Oh. Haben wir jetzt auch hier einen? Ich gucke, aber hier ist nichts. Klingt, als wäre es hinter der Wand von Nobody. Ja. Der ist bestimmt hier irgendwo hinter. Sag bloß, es ist so eine Fake-Wand. Was? Mhm. Nee. Hier kann man nichts machen, hier kann man nichts machen. Hier irgendwas dran machen. Nope. Vorsicht, Sprung. So, ja, das ist eben auch mir passiert. Hab ich auch OOO gesagt. Und dann wurdest du frittiert. Jo. Dann müssen wir nochmal hier durch, oder was mal? Hier waren wir schon, da waren wir schon, hier kann man nichts machen. Gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch diese Seite hier wieder. Puh, Leute, Leute, wir haben hier Spaß. Ja, dann gehen wir wieder zurück, oder wie? Ja. Jetzt müssen wir die andere Richtung. Keine andere Wahl. Ich folge den Hundepfoten. Nein, die Hundepfoten folgen dir. Mhm. Hä? Die ging. Oh, wieso sehe ich denn jetzt schon wieder Viecher? Ja, das geht schnell. Hier. Ja, aber du hast doch vorhin auch Gesichter gesehen. Wo hast du die ganzen Regeln her? Du hast Schokolade gebunkert. Nein, Seife. Mein Name ist Tyler Durden. Schokoladenseife. So, machen wir das so. Du gehst jetzt, rennst in den Raum rechts. Ganz hinten, rechts. Mach ich die Tür zu? Ja, zu. Rein. Und zu. Na komm, komm. Ah, der bleibt vor der Tür, warte mal. Geh mal einen Schritt zurück. Hallo, hier bin ich, dummer Hund. Oh. So. Na komm, na komm. Jetzt kannst du raus, geh mal gucken. Ah, er kommt, warte, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich hab die Dunkelheit gesehen. Ich glaub, da war aber nichts. Okay, wir wissen es jetzt wenigstens. So, verpiss dich jetzt, Sophie. Gut, das ist ja mal richtig suboptimal. Du hast jetzt die Ehre, bis zum Folgenende zu überleben. Also, wenn du drauf gehst, dann ist Folgenende. Nein! Doch. Game over. Also, je länger du lebst, desto länger wird die Folge werden. Ich hab ja kaum Druck. Waren wir hier schon drin? Nix, geil. Hier schon drin? Aha. Da, mein Kasten. Pass auf, der Strom geht durch die Wand, ne? What the... Können die sich kreuzen oder bocken die Dinger? Oh, das war ja relativ einfach. Oh, ich dachte, jetzt kommt eine Herausforderung. Pass auf den Strom auf. Bei mir hast du keine Taschenlampe in der Hand, ist das richtig? Ich hab die Taschenlampe angehabt, du blödes Vieh! Nein, hast du nicht.
Ich habe mich nur erschrocken, einmal kurz weggezogen, halt wieder drauf. Oh. Hier öffnet sich gerade eine neue Tür am Spawn. Ist das eine neue Tür? Ich weiß nicht. Die hat sich gerade geöffnet. Nee, die ist nicht neu. Warum hat sie sich gerade geöffnet? Ich weiß nicht. Naja. Na gut, du hast es ja schon gesagt. Wenn ich drauf gehe, dann ist... Ne? Aber wenigstens habe ich noch mal kurz etwas in Gang gesetzt, sodass wir beim nächsten Mal dann weiter erkunden können. Meinst du, das speichert den Fortschritt oder meinst du nicht, das startet das einfach das Level dann wieder neu? Ich weiß es nicht. Zuletzt hatten wir ja auch... Genau, Papiere bitte. Zuletzt... Oh, man kann Papiere... Also Ausweis und Taschenlampe zugleich halten. Zuletzt hat es ja eigentlich die Location, wo wir waren, gespeichert. Wir hatten ja eigentlich dann nur noch durch das Tor zu gehen und die ersten Grinsekatzen da, Grinsengesichter zu überstehen. Das war direkt nach dem Ladebildschirm, oder? Ich weiß nicht. Wollen wir es drauf ankommen lassen? Wir lassen uns überraschen. Ja. Ansonsten würden wir die Zeit dann nutzen, wenn wir das nochmal machen müssen, um wieder reinzukommen, worum es überhaupt ging. Gut. Ihr Lieben, ich bedanke mich mal wieder fürs Zocken. Also wer ist nochmal wer? Wer hat die Papiere? Vielen Dank, Flauschhase. Gerne. Vielen Dank, Berilla. Gerne. Auch an euch, liebe Zuschauer, vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir mal wieder mit den beiden richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja. Ja. Und lasst auf jeden Fall ein Abo bei uns da und einen Daumen nach oben. Da würden wir uns sehr freuen. Ja. Schaut doch mal bei Flauschhase auf dem YouTube-Kanal und bei Perilla auf Twitch vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.